Herzlich willkommen in meiner Küche. Ich habe auf Instagram mitgeteilt, dass ich so gefühlt wie jeder und jede The Home Edit auf Netflix gesehen habe. Und seither angefixt war, natürlich alles umzuorganisieren, umzuräumen, auszumisten. Es ist ein bisschen wie der Marie Kondo-Hype vor 2 bis 4 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt mit The Home Edit, es muss alles sortiert werden. Und deswegen ist es jetzt soweit, ich habe einige Sachen bestellt, um eben alles perfekt zu organisieren. Ich freue mich darauf, am Ende dieses Videos eine perfekt organisierte Küche zu haben. Und ja, ich habe sehr oft organisieren gesagt, aber darum geht es auch heute. Am besten gebe ich euch irgendwie erstmal eine Bestandsaufnahme, oder? Von der aktuellen Situation. Wir brauchen ja Vorher-Nachher-Effekt. So, das ist die aktuelle Situation. Man muss sagen, die ist auch ein bisschen unaufgeräumt, die Küche. Wie es in den ganzen Schränken und Schubladen aussieht, das zeige ich euch einfach, würde ich sagen, wenn ich diese Schränke nach und nach angehe. Ich muss mir jetzt einen Plan machen, wie ich überhaupt vorgehen möchte. Denn ein guter Plan hilft. Sonne. Es ist so, als ob ich Scheinwerfer hier drin hätte. Ich habe mir hier eine Liste gemacht mit den Lebensmitteln, die ich umfüllen möchte. Also es bringt ja nichts, Apfelmus von einem Einwegglas ins andere zu füllen. Aber sowas wie Haferflocken, Nudeln, Nüsse, keine Ahnung. Das finde ich schon ganz schön, wenn man das in schönen Behältern hat. Und die habe ich besorgt und mir einen Plan gemacht, was ich genau brauche. Mir auch einen Kühlschrank ein bisschen aufgezeichnet, weil den Kühlschrank möchte ich auch gerne schön sortiert haben. Es gibt da auch so inspirierende Posts auf Instagram. Ja, das ist das Ziel. Ob ich das schaffe, ich weiß es nicht. Ich bin schon zuversichtlich, aber ich habe auch ein bisschen Angst davor, kläglich zu scheitern. Ich glaube, ich muss erstmal kurz die Küche aufräumen und dann fange ich mit der Frühstücksecke an. So, ich habe mich dazu entschlossen, dass ich gerne diese Area, diesen Hängeschrank zu dem Frühstücksschrank umfunktionieren möchte. Also alles von Müsli, vielleicht sogar auch Aufstriche, also die nicht gekühlt werden müssen. Haferflocken, blablabla. All das soll hier rein. Jetzt ist da irgendwie so Kaffeezeugs drin, Weingläser, Untersetzer, also so ganz random Vasen. Das werde ich jetzt mal angehen. Was ich halt nicht bedacht habe, das sind jetzt die ganzen Aufbewahrungsbehälter für die Frühstückssachen, die ich ja vorher alle auch waschen muss und trocknen muss und dann erst die Sachen einfüllen kann. Und diese scheiß Aufkleber abfüllen. Oh, ich finde das so eklig, das Geräusch mit dem Nagel und am Glas und an dem Aufkleber. Dann mache ich das jetzt voller Freude. Alles ist sauber. Als nächstes gilt es, das auszuräumen und das packe ich erstmal in den Korb, weil ich ehrlich gesagt vergessen habe, wo ich nochmal die Kaffeesachen hinpacken wollte. Wann habe ich zuletzt die benutzt? Mirella ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Coole Kameraeinstellung, oder? Bin voll stolz drauf. Aber so kann ich nicht richtig putzen. Aber es sieht cool aus. Das hier ist übrigens die aktuelle Situation. Also ich habe teilweise schon Gläser, aber das ist alles nicht gleichmäßig und durcheinander und nicht so schön. Und deswegen will ich das ändern. Wie gesagt, ich hatte mir im Vorhinein eben aufgeschrieben, ich brauche so und so viele große Behälter, dann kleine und mittlere. Und nach diesem Plan sortiere ich jetzt mal die Lebensmittel zu den neuen Behältern und fülle die dann um. Passt nicht. Aber ich finde, es sieht jetzt schon richtig schön aus. Weil es nicht passt, wird passend gemacht. Ich bin froh, dass es nicht zu viel Haferflocken sind. Es wäre eine trockene Angelegenheit geworden. So, ich habe jetzt die Glasscheibe da rausgenommen. Vielleicht ändere ich das noch und packe die dann oben oder so hin. Ich finde, Glas auf Glas ist total ekelig. Und deswegen könnte ich das niemals... Ich habe schon überlegt, so einen Filz noch drauf zu legen. Aber ich glaube fast, dass es vom Platz reicht. Ich teste es jetzt mal aus. Das wird jetzt schon eng. Ja, okay, ich brauche das Glas. Nee, aber wozu dann? Wegen... Nee. Nee! Beruhigen uns jetzt alle! Ist das blöd, dass man nicht alles direkt sieht? Das ist blöd, ich weiß es nicht. Seid ihr eine so, hallo, ich bin auch noch hier. Der passt halt nicht rein. Ich lasse es jetzt erstmal so, weil ich finde es nicht schlimm,
was ich noch machen muss. Ich habe einen Label-Maker und alles draufschreiben. Obwohl, ich glaube, bei den Sachen mache ich es nicht. Ist mir gerade eingefallen. Weil hier sehe ich ja direkt, was was ist. Ich kann ja eine Haselnuss von einer Mandel unterscheiden, Gott sei Dank. Bei anderen Sachen werde ich das schon machen, weil da ergibt es Sinn. Und deswegen machen wir direkt weiter. So, als nächstes steht die Schraube an. Ich hätte gerade im Moment echt gar keinen Bock drauf. Was muss ich machen? Ja, ist nicht so schwer. Kriege ich hin. Und los. Bloß nicht in den Tisch reinbohren. Ich bin froh, dass der Aufsatz der richtige ist. Ach komm! Warum passt denn hier nichts? Hauptsache, ich habe das falsche Loch jetzt verwendet, weil ich so schnell mache und mich nicht richtig konzentriere. Ist es aber schlimm, dass ich das falsche Loch genommen habe? Ich glaube nicht. So, um diesen Platz ein bisschen besser nutzen zu können, habe ich diese Einsätze, die ich gerade versucht habe zusammenzuschrauben, gekauft. Und dann kann ich was da oben und drunter theoretisch verstauen. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt hier die Vorräte hinmache, die in der Schublade hier unten eigentlich drin sind. Tomaten in Dosen, Kichererbsen, Apfelmus und so weiter und so fort. Und das räume ich jetzt hier irgendwie schön ein. Um euch hier nochmal ein Vorher-Nachher, weil ich zeige euch jetzt gerade nicht mehr die Vorher. Also hier war der Kontaktgrill, den habe ich jetzt gerade da hochgepackt. Und da sind dann so Nudeln, Reis und so weiter. Und hier drüber waren die ganzen Konservendosen. Das sind halt so mega praktische Einsätze, die waren schon in der Küche drin, als wir die übernommen haben aus der Wohnung. Ich muss mal gucken, ob ich die hier behalte oder woanders hin tue. Das putze ich jetzt auch nochmal. Und die ganzen Sachen werden dann umgefüllt in diese Container, die ich gerade schon gewaschen habe, und die trocknen. So, und jetzt geht's daran, die ganzen abgefüllten Behälter in die Schublade reinzuräumen. Ich habe noch überhaupt keinen Plan, aber ich lasse mich leiten von meinen Gefühlen. So, hier in diesem Fach habe ich hier unten so Nahrungsergänzungsmittel und ein bisschen Tee. Dann hier noch mehr Tee und hier noch mehr Tee. Die beiden oberen Fächer, mit denen bin ich eigentlich schon zufrieden, die habe ich schon letztens aussortiert. Das packe ich jetzt woanders hin, weil ich hier unten dann die Kaffeestation, dann habe ich Kaffee und Tee zusammen. Das ergibt doch Sinn, oder? Das Licht, der Tag neigt sich dem Ende, meine Kräfte auch. Gar noch getrocknete Pflaumen gegessen, weil ich die irgendwo gefunden habe. Was jetzt noch fehlt, sind halt die Aufgaben, vor denen ich mich am längsten gedrückt habe, das heißt die schlimmsten. Das heißt, ich mach's morgen. Aber diese Schublade mit den ganzen Tupperdosen steht an. Plus habe ich nicht mehr. Den Kühlschrank habe ich noch nicht mal angefangen. Und ich muss ja auch noch alles labeln. Aber das kann ich auch heute Nacht machen oder später. Ich mache jetzt einfach noch ein bisschen weiter und den Rest muss ich dann morgen machen. Zumindest aufgeräumt. Es sieht halt nicht so aus wie auf den Instagram-Fotos. Das liegt aber daran, dass ich ein normaler Mensch bin, der normale Lebensmittel kauft, wo halt die halt einfach nicht so schön sind. Ich könnte auch die Nuggets in kleine Tupperdosen packen, aber ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Aber ich zeige euch nochmal, wie es aussieht, wenn es jetzt ist so halb voll, bis eher leer, wenn ich den Kühlschrank, wenn ich einkaufen war, zeige ich euch noch. Hier seht ihr nun das finale Ergebnis meiner Umräumaktion. Ich wollte mir übrigens ursprünglich eine Etagere für mein Obst kaufen, habe mich auf dem Verkaufsbildschirm gewundert, warum das so riesige Macarons sind. Turns out, ist eine Mini-Etagere, funktioniert aber trotzdem. Mit dem Kühlschrank bin ich eigentlich zufrieden. Meine Erwartungen waren vielleicht ein bisschen zu hoch geschraubt durch die ganzen Inspirationsbilder von Instagram und Pinterest. Aber ganz ehrlich, da müssen Sachen rein, die ich gerne esse und nicht nur die Sachen, die gut aussehen. Und ich finde super praktisch, dass ich jetzt zum Beispiel alle Sachen, die aufs Brot kommen, mit einem Handgriff aus dem Kühlschrank nehmen kann.
Die Behälter habe ich letztendlich übrigens bei den gängigen Anbietern, die mit A und I anfangen, gekauft. Und ich meine nicht IKEA und Amazon. Am meisten begeistert mich übrigens mein neuer Frühstücksschrank und die Gewürze. Allgemein habe ich darauf geachtet, dass alles griffbereit und visuell ansprechend ist. Das heißt eben, dass man die Gewürze auch sieht oder auch in die Behälter reinschauen kann. Und mit einem Labelmaker hat man letztendlich eine ordentliche und einheitliche Beschriftung. Ich verlinke euch, so gut es geht, alles in der Infobox und verlinkt mich gerne auf Instagram, wenn ihr auch am Ausmisten und Organisieren seid. Bussi aufs Bauchi und bis zum nächsten Video. Tschüss!